herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum heutigen Samstags-Special. Ja, ihr seht es schon, nachdem ich letztes Mal Super Mario Brothers 3 als Special vorgestellt habe, wird es heute Zeit für ein anderes Mario-Spiel, was einfach legendär ist und Maßstäbe gesetzt hat für spätere Spiele, die es heute noch, ich glaube, alle Jubeljahre wieder auf der Wii gibt. Und zwar spielen wir Super Mario Kart, das Original von Super Nintendo. Ja, ihr Motorsportbegeisterten unter euch, ich bin jedenfalls einer. Und Mario Kart war für mich so das erste Spiel, was Rennsportspaß damals für meine Konsole brachte. Und wir fahren mal mit der kleinen Klasse und fahren einfach mal die ersten paar Rennen hier. Ja, und so habe ich mich natürlich hier immer reinversetzt, als wäre es die Formel 1. Und Formel 1-Spiele gab es später auch, aber kein Rennspiel hatte dann so wirklich damals zumindest an Mario Kart rangereicht. Als Rennfahrer nehme ich immer am liebsten hier den Koopa Trooper. Einerseits finde ich die Schildkröte am niedlichsten, andererseits der beschleunigt gut, liegt gut in der Kurve. Die haben ja alle verschiedene Sachen, ne? Also hier, die beiden sind relativ ausgeglichen in Beschleunigung, Handling und Höchstgeschwindigkeit. Bei denen hier war es, glaube ich, bestes Handling und mäßige Beschleunigung, mäßige Höchstgeschwindigkeit. Die haben ganz schlechte Beschleunigung, haben schlechtes Handling, aber die beste Höchstgeschwindigkeit. Und ich bin ja dafür, also Rennsport wird nicht auf der Geraden entschieden, sondern in den Kurven. Da entscheidet sich, wer schnell fährt, und deswegen nehme ich immer gerne welche, die in den Kurven schnell sind, nicht auf der Geraden unbedingt. Und wir fahren einfach mal die Mushroom Cup Races und schauen mal, wie gut ich da noch bin. Das ist schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Los geht's, hoppsa! Ihr seht immer, wenn man getroffen wird, verliert man so eine Münze, deswegen muss man dringend Münzen einsammeln. Ja, es ist doch eine Weile her, merke ich. Oh, schade, wir leben. Geh weg, Donkey. Ich kann das noch gewinnen. Ich will ständig gegen die alle gegenfahren. Dafür kann ich jetzt hier ein bisschen die Abkürzung nutzen. Beim echten Kart fahren. Die Bremse wird kaum benutzt. Das ist der beste Pilz, das beste Ding, was man aus so einem Feld kriegen kann. Das ist eine Art Suchrakete. Warum spare ich mir die für Luigi auf? Weil der immer mein größter Konkurrent ist hier in der Welt. Dann kannst du mich deinen Stern benutzen. Mal, wer vor der letzten Runde führt. Ja, so voll war es ja schon. Gott sei Dank kriege ich hier die Kurve. Wir machen kurz. Yippie! Erstes Rennen, erster Sieg. Ich bin hier so ein bisschen am Frickeln gerade, auch mit der Steuerung einfach. Kurz was gucken. Habe ich überhaupt Audio angemacht? Habe ich angemacht. Okay, dann weiter. Weiter im Text. So, erstes Rennen gewonnen. Mäßige Zeit. 9 Punkte gibt es dafür. Dann stehen wir in der Meisterschaft auch schon mal ganz gut da. Vor allem, weil Luigi ist trotzdem noch Zweiter geworden, obwohl ich den kurz vor Schluss noch weggedodged habe. Letztes Rennen gewonnen, deswegen heute auf Pole Position hier in diesem Sumpf. Wenn man am Start zu schnell beschleunigt, dann ist das schlecht. Wenn man dann durchdrehende Räder hat. Aber es gibt so einen Punkt, wenn man da genau richtig beschleunigt, dann macht man so eine Art Todesstart. Aber den habe ich bis heute noch nicht so richtig raus. Darf
einfach nicht zu lange in der Kurvenschräglage liegen, sonst dreht man sich. Ist noch alles drin. Deswegen müssen wir uns jetzt hier im Spukhaus besonders anstrengen. Da gibt es eine Abkürzung. Ja, ich habe den Jumpstart geschafft. Also, Jumpstart hieß ja. Also, Frühstart. Also, Frühstart war ich aber nicht. Fahr vorbei. Dein Stern benutzt will ich dich nicht. Leben. Das heißt, ich darf auch einmal nicht in den Punkten ankommen und muss nicht sofort aufhören. Das ist nämlich die Krux. Wenn man außerhalb der Punkte fährt, dann verliert man Leben. Lust, mit meinen Kumpels mal richtig Kart fahren zu gehen.
nämlich mit den Hochgeschwindigkeitskarten von Bowser oder von Donkey Kong passiert. Da ärgerst du dich vielleicht, weil die kommen nicht schlecht wieder im Gang. Der hier, der kleine Hubraum von einer kleinen Cola-Dose oder sowas, geht das natürlich. Teamkollege, den würde ich natürlich nicht antun. Und schon wieder die letzte Runde. Juhu! Nein, jetzt bin ich sehr abgeschossen. So was macht man was. Wir wollen es ja noch ein bisschen spannend machen, ne? Hier diese Start-Ziel-Siegel von Peckel. Oh, das war knapp. Kreiselt nochmal in meinen Schildkrötenpanzer von eben rum. So, ein Rennen steht noch aus und ich glaube, jetzt habe ich die Meisterschaft schon so gut wie sicher. 36 Punkte. Luigi kann maximal 9 dazu kriegen. Oder 35. Ja. Meisterschaft haben wir schon gewonnen. Sehr gut, meine Freunde. Trotzdem wollen wir natürlich das letzte Rennen auch noch gewinnen. Das ist nämlich meine Lieblingsstrecke hier mit. Das habe ich den Tag schon mit Tabasco geschrieben, der sich so gefreut hatte über diese kleine Retro-Spielserie hier. Das ist doch erstaunlich, wie sehr man manche Bewegungen und Knöpfe verinnerlicht hat. Und das sind so ein bisschen und später sind die alten Moves wieder da und man fährt eigentlich fast genauso wie früher. Mario Kart auf der 50 Kubik-Klasse auch nicht das schwerste Spiel. Das war doch toll. Als unscheinbare kleine Schildkröte. Wir haben die Welt sauber. Yippie. Das war eine ziemlich gute Zeit. Fünf Rennen, fünf Siege, klarer Meister. Gab es als Belohnung immer so eine kleine Niedlichkeitssequenz. Aber ich sag mal, der Clou von Mario Kart lag natürlich so ähnlich wie bei Super Bomberman auch eher im Mehrspielermodus, wo man gegeneinander fahren kann und richtig gegeneinander Battles führt und so. Das ist dann zum Beispiel, darum geht jeder hat drei Luftballons, um versuchen, den Gegner da abzuschießen. Das ist natürlich nochmal einen Zacken cooler. Wenn ich aber keinen zweiten Spieler parat habe, machen wir jetzt einfach nochmal den nächsten Cup und dann ja, gibt es nächste Woche schon das nächste Spiel. Den Flower Cup. Ah ja, hier dieser Schokoladen. Das Schokoladenrennen.
Also bei Super Mario World ist es hier unten eine Chocolate Island oder sowas. Die Matschstrecke halt, die mag ich. Ich glaube, da würde ich sagen, wenigstens. Ich glaube, in diesem Cup, da werde ich bestimmt nicht jedes Rennen gewinnen. Irgendwann ist ja auch mal gut. Kommen in der üblichen Reihenfolge rein. Ah, jetzt sind wir schon im Spukhaus. Und jetzt nicht irgendwann auch noch das Beach-Level. Die Beach-Level fand ich irgendwie so cool. Fahrt euch mal vorbei. Fahrt euch mal vor. Ich komme nach. Huch. Ja, das ist eins von den Rennen, wo ich glaube ich mehr zusehen muss, dass ich genug Münzen habe, um mich ständig vernichtet zu werden. Keine Münzen mehr. Jetzt wird's schwierig. Jetzt kann sein, dass wir ein Leben verbrauchen müssen. Nein! Oh. Hier fehlen überall die Leitplanken. Das ist so eine rutschige Strecke hier. Ich sag ja, also hier werde ich nicht jetzt. Werde ich nicht jedes Rennen gewinnen, ganz im Gegenteil. Ich glaube, hier verlieren wir mal ordentlich. Ja, jetzt habe ich keine Münzen mehr, jetzt kann ich mir auch keine mehr wegnehmen. Das Ding ist, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann geht es ja nicht mit dem nächsten Rennen weiter, so wie im Rennsport, wenn du dann mal eins verlierst. Nö. Hier verliere ich ein Leben. Dann muss ich nochmal fahren, also komm nicht drum rum. Heide nein. Jetzt ist aber gut hier. Jetzt werde ich schon überrundet. Ich kann wenigstens nicht überrundet werden. Ja, der Drops ist durch. Am besten konzentrieren wir uns mal mehr darauf, so zu fahren, wie ich jetzt gerade hier fahre. Ich bin noch Siebter geworden. Es ist ja nicht sensationell. Ja, sowas kommt von sowas. Palim. Na, wir versuchen es normal einfach. Können wir nichts. Erstmal zusehen, dass wir Münzen einsammeln und wenig. Das war zu dicht, schade. Nicht in den Feind gehen. Was denn, Luigi, machen? Was
bisschen machen. Da kann ich gehen, das ist nicht schlimm. Gasgehen kann man ja auch. Das ist ein Feature von dem Spiel. Ja, Münzen, sehr gut. So, nicht gebremst, sondern einfach mal vom Gas gehen. Und schon war ich wieder in der Spur. Und es reicht zum Sieg. So geht das. So geht das, Freunde. Nicht immer nur Vollgas, nein, ab und zu muss man auch mal ein bisschen vom Gas gehen. Vielleicht eine leichte Bremse antitschen. Dann wird das schon. Sehen, damit ist das hier auch eine komplizierte Strecke, und da. Oh, jetzt habe ich. Genau, jetzt habe ich den Fehler noch zu viel Gas gegeben. Ihr seht das. Über enge Strecke, fiese Maulwürfe, die einen Weg spielen. Schick Untergrund. Dann hängt sich so ein Kaskad und muss man springen, um wieder loszuwerden. Und verlangsamen, das ist nicht richtig. Bitte! Oh, das passiert dann. Verlorenes Leben wieder. Sehr gut. Oh ja, die fiese Lava-Strecke hier. Lava nicht rum, muss ich sagen. Thank you.
Setzt er dich auch noch. Oh. Setzt er einen auch noch hier hin. Das ist viel zu lieber. Ganz viel zu lieber. Das sieht ja auch noch immer zwei Münzen dafür, dass er nicht auch so größer. Wird schon teurer. Teurer Service. Also gut, Freunde, nochmal das Ganze. We'll be right back.
Das war jetzt optimal. Da fliegt er nämlich nichts weiter. Haha. Nur Vierter. Und das hilft mir in den Punkten natürlich immens weiter. Auch schon wieder sicher gewonnen. Hätten auch so. Einen Versuch jetzt. Deswegen wird jetzt hart gekämpft. Thank you.
Yoshi sogar noch Zweiter, weil Luigi nochmal ein bisschen verkackt hat. Und wir haben wieder die Meisterschaft gewonnen. Yippie! Upsa, ins Mikro gekommen. So, liebe Freunde, das war's für das heutige Samstag-Special. Nächste Woche mal gucken, ob es dann wieder ein Nintendo-Spiel wird oder was anderes. Ich lasse mir was einfallen. Auf jeden Fall, ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.